So Leute, wir sind zurück bei Drangage. So, folgendermaßen, ich habe mir jetzt hier nochmal umgesehen, offline, weil ich nicht wusste, wie lange ich noch da, bis ich was finde, das interessant ist. Und ich habe jetzt zwei interessante Sachen gefunden, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich hoffe mal, dass das alles reicht hier mit dem Ansehen noch, was wir haben. Nicht, dass wir, ja, rausfliegen und das verkacken. So, das erste war hier. Und zwar habe ich mir jetzt einfach mal so eine Fackel dann damals vom Schleier vorgenommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir diese Dinger hier entzünden können. Ich habe ein wenig rumprobiert. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen die in dieser Reihenfolge hier so entzünden. Das war eine recht interessante Sache, dass sie dann hier den Boden aufhebt. Finde ich echt geil gemacht. Dann bin ich da gleich runter. Aber das einzige Interessante hier sind eigentlich nur diese Truhen hier mit neuen Gegenständen und auch den ein oder anderen Plan. Aber so ein Meister auf die Stabklinge zum Beispiel, mit der können wir bestimmt was anfangen. Okay, den Crap braucht eh keiner. So. Und wenn wir das erledigt haben, dann habe ich hier jetzt auch die eine Haller-Statue gefunden. Hier muss irgendetwas sein. Hier ist ein Dokument für die Liliana. So, und jetzt können wir mit dieser Statue in diesen Raum rein, da wo das Blut hinläuft. Das ist auch der einzige, wo wir mit einer Statue betreten können. Verdammte Kacke. Dann haben wir hier diese Verhandlungen aufgehoben. So, Selene, wir können die ganze Sache doch wie Erwachsene besprechen, oder? Wir beide wissen, dass die Waffe, über die Briella verfügt, nicht nur unseren, sondern jeglichen Krieg entscheiden kann. Ich denke also, ihr stimmt mir zu, dass das Kaiserreich sie kontrollieren muss. Briella stellt im Moment eine größere Gefahr für Orlais dar, als irgendetwas anderes. Wenn wir beide zusammenarbeiten, können wir ihr die Kontrolle entreißen. Gebt euch nicht der irrsinnigen Vorstellung hin, sie sei offen für Verhandlungen oder Diplomatie. Ihr kennt sie besser als jeder andere und ihr wisst, dass das ausgeschlossen ist. Gaspard. Okay, da haben wir von einer Waffe geredet, das heißt, er verheimlicht uns wieder irgendwelche Sachen. Wird es Mist? So. Das ist die Glocke. Ich sollte wieder in den Ballsaal zurückgehen. So, die Glocken haben geläutet, dann gehen wir zum Ballsaal. Scheint geht's da jetzt weiter. Ach, geil, das kann's doch nicht sein. Ich verlaufe mich da jedes Mal, verdammte Kacke. Na, dann marschieren wir zum Ballsaal, hätte ich gesagt. Auch wenn wir den einmal anderen Umweg in Kauf nehmen, weil ich mich immer nicht auskenne. Aber das kriegen wir schon. Großer Ballsaal. Jetzt wird's interessant, glaube ich. Sieh an. Was haben wir denn hier? Der Führer der neuen Inquisition und ruhmreicher Herold des Glaubens. Von der gesegneten Andraste selbst, den Fängen des Nichts entrissen. Was führt ein so erhabenes Wesen an den Hof, frage ich mich. Wisst ihr das überhaupt selbst? Okay, die Leute, die wohl Dragon Age schon länger verfolgen und zocken, die müssten jetzt eigentlich wissen, wer das ist. Wenn ihr etwas von mir wollt, dann sagt es. Ich bin Morrigan. Man könnte sagen, ich bin Kaiserin Selenes Beraterin in arkanen Fragen. Ihr wart heute Abend sehr fleißig. Habt alle dunklen Ecken des Palastes durchsucht. Vielleicht suchen ihr und ich ja dieselbe Beute. Okay, die haben uns also beobachtet. Ich wusste nicht, dass ich so genau beobachtet werde. Alle Augen sind auf euch gerichtet, Inquisitor. Tatsächlich lenkt ihr mich sogar von wichtigeren Angelegenheiten ab. Zum Beispiel? Zum Beispiel von dem ungebetenen Gast, den ich kürzlich in diesen Hallen entdeckt und getötet habe. Einen Spion aus Tevinter. Deshalb gebe ich euch das, Inquisitor. Einen Schlüssel, den er bei sich hatte.
Wozu er dient, weiß ich nicht. Aber falls Selene in Gefahr ist, kann ich sie nicht allein lassen, um es herauszufinden. Im Gegensatz zu euch. Okay. Dann kümmern wir uns halt drum. Ich sehe mir einige Türen an. Seid vorsichtig, Inquisitor. Hier wimmelt es von Feinden. Und nicht alle arbeiten für Tevinter. Was als nächstes kommt, wird sicher aufregend. Okay, das heißt, wir haben uns als allererstes die Morrigan kennengelernt. Hier. Schauen wir mal ins Saal rein. Wer war gleich nochmal dieser Inquisitionsoffizier da drüben? An den kommst du nicht dran. Hat jemand Lucien gesehen? Er sollte vor fast einer Stunde den Kaiser helfen. Okay. Mein lieber Maximilian, es bedurft. Wie soll man mit denen reden? Wenn es der. Des Erbauers ist, dass Gespard den Thron besteigt. Alter, es geht mir da auf die Nerven, da kann man kein Quest anwählen und findet die Leute nicht. Kreis von Tentarel, Trägerin des Veridium-Siegels der Tapferkeit und des Goldenen Sterns von Orlais und Förderin des Großen. Warum sollte die Kaiserin diese Erfüllung? Alter, so nervt. War das wirklich Andrastes Herold? Ja, ja. Genau, wir sind's. Ehre mir. Welchem Umstand verdanken wir diese Ehre? Wir helfen euch mit Freuden, sofern es uns möglich ist. Ihre kaiserliche Majestät ist gegenwärtig leider beschäftigt. Okay. Meine Nachforschungen haben etwas Interessantes ergeben. Es betrifft Botschafterin Briella. Okay. Ihre Leute haben sämtliche Bereiche des Winterpalastes unterwandert. Das ist äußerst beunruhigend, Inquisitor. Sie könnte jedes unserer Worte belauschen. Wie aufregend. Sie hat sowohl Botschafter von Selene als auch von Gespard getötet und Dokumente beider Parteien gefälscht. Das ist verabscheuungswürdig. Und das, nachdem die Kaiserin ihr Gastfreundschaft gewährt hat. Sie beherrscht das Spiel besser, als wir dachten. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, Inquisitor. Auf bald. Genießt die Maskerade. Okay, jetzt muss man schauen, wo die Briella abblieben ist. Inquisitor Trevelyan. Wie ich sehe, stürzt ihr euch ja förmlich ins Getümmel. Ihr habt den Hof heute Abend zwar nicht unbedingt verzaubert, aber ihr habt euch zumindest auch nicht blamiert. Gut gemacht. Was führt euch zu mir? Ihr seid vielleicht daran interessiert, was ich herausgefunden habe. Ja, es ist belastend. Es geht um euch, um ehrlich zu sein. Ich habe den Übergabeort gefunden, Briella. Ich weiß, dass eure Leute überall im Palast versteckt sind. Natürlich sind sie das. Was für eine Meisterspionin wäre ich denn, wenn ich keine Spione hätte, Inquisitor? Ich habe den Übergabeort gefunden. Ja, jetzt wiederholen wir uns. Ich weiß, dass eure Leute überall im Palast versteckt sind. Natürlich sind sie das. Was für eine Meisterspionin wäre ich denn, wenn ich keine Spione hätte, Inquisitor? Ihr habt die Unterhändler ermordet und ihre Dokumente gestohlen. In der orlesianischen Politik, Inquisitor, werden Morde und Intrigen nur milde belächelt. Falls euch das schockiert, dann wartet ab, bis Selene ihre Karten auf den Tisch legt. Okay, anscheinend schockt die das nicht. Weiter, Botschafterin. Zum nächsten Mal, Inquisitor. Okay, das heißt, wir haben das zu diesem abgeschlossen, damit ihr quatscht habt. Gespard tanzen gesehen? Er und Selene. Das wäre natürlich die Frage, was für einen Schlüssel wir gefunden haben. Der, da gehen wir gleich noch das andere Zeug ab, was wir gefunden haben. So viele modische Verbrechen. Ja, das haben wir schon geklärt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, was wir damit anfangen können. Ausgezeichnet. Dann haben wir uns ansehen, wieder wenn gepusht. So, jetzt schauen wir uns die Türen hier ansehen können.
gehen wir da hinterhin einfach mal, wo uns sagt, wo uns das Quest Hauptzeichen hinführt. Gehen wir da runter. Ja, mal richtig runterspringen können wir hier. Verdammte Kacke, geh auf Zeiten. Das war die falsche. Ist das nervig. Genau, hinter die Halle, da runter und dann dahin. Tittas Gesindequartier. Ich hoffe, dass mir da jetzt... Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Oh, Zwischensequenz, Zwischensequenz? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Okay, wir kommen in einen neuen Bereich. Jetzt könnte es lustig werden. Bin mal gespannt, was dann hier noch abgehen soll. Weil wir haben jetzt mit der blöden Tussi da geschwatzt. Eh schon viel zu auf, wenn ich den ganzen Rotz besetze. Im Endeffekt das ganze rumgerenne. Aber naja, ich wollte halt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber wenn es nervt. Ich würde mal interessieren, wo noch weitere Statuen sind. Okay. Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Ich muss jetzt hergehen, muss alle ausrüsten wieder. Natürlich jetzt mehr als lästig. Heißt auf die Vorreiterrüstung, das war die seine. Der da was zum Tragen hat. Alter, muss ich jetzt wirklich... Okay, wenigstens bloß Rüstung und... Das ist die Waffe übrigens, die ich wohl kaufen habt. Gekauft habe, Axt des Drachenjägers. Ich glaube, dass der mir voll abgeht. So, welchen Stab hat der jetzt eigentlich gehabt? Ich glaube, den Eisstab. Okay, das müsste sein. Armschutz gehabt noch an die Rüstung ran machen. Ne, der hat Deal gehabt. Dann müsste die diesen Ding da gehabt haben. Kapuze des Sehers. Möchte der nicht in einen guten Halb noch gehen? So, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch? Eiserne Bulle. Hat der keinen Helm gehabt? Okay, die haben wir jetzt einfach mal weg. Scheiß doch die Wand an. So, sind jetzt alle fit. Helm, Helm. Ja, der Waffe, die hat noch keine. Jetzt hat der mit Feuerschaden. Alter, das ist ja mies. Das müssen die Elfen sein, die Briellas Leute suchen. Seit ich diese Schatulle noch in die herrschaftlichen Gemächer gebracht habe, versuchen 9 Leute aus mir rauszubekommen, wo sich die Schatzkammer findet. Aber ich bin nicht verrückt genug, sich niemandem zu verraten. Ich hoffe, dass das Ansehen nicht runtergeht, während wir hier sind. Langschwertgriff. Sonst haben wir hier eigentlich nichts mehr. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch finden sollen, alles.
Müssen wir das vor allem hier haben? Da ist eine Statue hier oben. Aber wenigstens zeigt sie durch das Suchen an. Okay, unser Ding nimmt ab, wenn wir uns umsehen. Also sollten wir uns beeilen. Das Gaspard? Das war kein Bediensteter. Was wollte er hier? Dieser Mann war ein Gesandter des Rats der Herolde. Es ist merkwürdig, ihn hier vorzufinden. Es scheint, als trage der Dolch die Insignien von Großherzog Gaspard. Wie sonderbar. Zeit, mit dem Großherzog zu reden. Senatorisch, Bione! Alter, das sind Assassinen, okay? Das ist der Anführer der Senatoren. Runter mit denen. Die machen wir nieder. Die Venatori haben uns beobachtet. Sie sind organisiert. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Eigentlich der falsche Weg. Das sind wir kommen. Glaube ich. Das sind noch mehr von denen. So. Den haben wir schon fertig. Also mal schauen, wie wir das dann hinkriegen, weil wir haben nur viel Ansehen beim Hof. Ja, das schaut schon aus. Gelb ist weg. Mehr Tote. Nichts, was uns zu unserem Quest näher bringt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal darauf. Okay, das Alchemiezeug nehmen wir jetzt nochmal nicht mit. Wir konzentrieren uns mal straight auf den Quest. Hier ist doch sicherlich irgendetwas zu finden. Minatori-Hallen. Eine Statue. Ich alles auf einmal. Ich will jetzt eigentlich da runterspringen, aber ich glaube, das wäre nicht ganz so toll. Aber hier reicht. Das werden wir überleben. Ich habe bloß die Frage, wie kommen wir da hoch? Ohne da jetzt zu viel Zeit zu verlieren. Gehen wir halt mal hier hinter, wo die rauskommen sind. Okay, die Richtung schaut gut aus. Okay, der Magier ist nicht gut, der ist einschlafen. Ich finde den Harlekin. Hört sich gut an. Okay, langsam kommen wir näher. So, den Bogenschützen schläfen wir ein. Okay, der eine Hit, der hätte nicht sein müssen. Dann hätte nämlich geschlafen und wir hätten uns dann nämlich den anderen kümmern können. Wir werden jetzt mit den kleinen Fischen da gar nicht abgeben, weil wir hier irgendwie eine Zeitkomponente drin haben. Deswegen schauen wir dann mal straight weitergehen. Aber der ist dann halt immer noch nicht hier. Hier, ein
jetzt ganz schön zur Sache zu gehen. Drecks Magier. Ja, ja. Nazi. Na, die haben meist auch nichts Gutes dabei. Der herrschaftlichen Gemäger, dieser Flügel dient einst den Familien der frühen Geschwister des Haus Valmont als zweites Zuhause, was sich jedoch änderte, als Kaiser Florian den Thron bestieg, da er der selige Kaiser keine entfernteste Verwandten als seine Geschwister im Winterpalast duldete, standen die gesamte herrschaftlichen Gemäker über Jahre hinweg leer. Okay. Okay, für diesen Bereich brauchen wir alle Statuen, das ist nicht euer Ernst, oder? Wie weit wir denn noch kommen? Da scheint er zu sein. Also, ich könnte nur mal mit hergehen. Und mal ein bisschen helfen. Okay, die da hinten werden uns Kreuzwölbung meinen Magier genommen. Das ist schon mal sehr gut. Okay, warte mal, zurück, 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 die greifen unsere Magier an. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Ich bin unser Katz und Mausspieler, Drecksack. Einer weniger! Na, wer hätte das gedacht? Solltet ihr nicht tanzen, Inquisitor? Was werden denn die Adligen sagen? Okay. Solltet ihr nicht eigentlich verhandeln, Botschafterin? Willkommen am kaiserlichen Hof, mein Freund. Jetzt wisst ihr, wie unsere Diplomatie funktioniert. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Es wird Wochen dauern, den Marmor vom Tevinterblut zu säubern. Ich kam her, um meine verschwundenen Leute zu retten oder zu rächen. Aber ihr kamt mir zuvor. Also... Der Gesandte des Rats der Herolde im Hof. Das ist nicht euer Werk, oder? Okay. Ich denke, Gaspard hat ihn ermordet. Das Messer ist am Heft mit dem Wappen der Chalons verziert. Ich wusste es. Ich wusste, er hat die Chevalier hereingeschmuggelt. Aber die Ermordung eines Gesandten des Rates? Meuchelmörder aus Tevinter in den Palast zu bringen? Das sind Verzweiflungstaten. Gaspard will offenbar heute Nacht zuschlagen. Okay. Seid ihr sicher, dass er dahinter steckt? Er war viel zu unbeschwert für einen Mann, der plant, Hochverrat zu begehen. Lasst euch von seinem Charme nicht blenden. Er ist Orlesianer. Dieses Lächeln ist seine Maske. Ich hatte euch falsch eingeschätzt, Inquisitor. Vielleicht werdet ihr ein wertvoller Verbündeter. Was könntet ihr mit einer Armee von Elfenspionen nicht alles erreichen? Ihr solltet darüber nachdenken. Alles hört sich nicht schlecht an. Ihr wisst, wie man jemandem etwas schmackhaft macht, Botschafterin. Das muss ich euch lassen. Ja, nicht wahr? Ich weiß, woher der Wind weht. Ich wette, ihr seid an den Friedensgesprächen beteiligt, noch bevor die Nacht vorüber ist. Und wenn ihr dabei zufällig ein wenig in unsere Richtung tendiert, könnte sich das für uns beide als vorteilhaft erweisen. Nur so ein Gedanke. Haha, großartig. Sogar die Elfen versuchen, euch zu bestechen. Das ist das Spiel, mein Lieber. Und jeder hier spielt es. So schaut's aus. Rebelle, ihre Kaiser, die Mörderung, ja, ja, bla bla. Das sind jetzt eigentlich wenig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Zur Rede zu stellen, plündern. So, die Frage ist bloß wie. Geh wieder auf unser Scheiß. Bereit machen! So, ich soll vielleicht nochmal auf die Karte schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Alter, die Blitzdauer von der WM, die sind ja mittlerweile echt super geil.
sollte, bevor mich noch jemand verlässt. Okay, wie kommen wir dahin? Gehen wir mal zur Palast-Hauptebene und schauen wir, dass wir dahin marschieren. Schauen wir jetzt nach dem kürzesten Weg aus, auch wenn da die Markierung nicht hinzeigt. Warte mal, da hoch will ich gar nicht. Der Kacke, das ganze Ding ist wie ein Labyrinth. Das wird eine enge Geschichte, Leute. Ist das lästig. Vorwärts, wir müssen zurück. So, wo jetzt hin? Alter, wir sind hier fast zur Statue, fett übersehen, wa? So, dann schauen wir mal hier raus können wieder. Ich glaube, ich hätte da ein bisschen abkürzen können. Das schaut gut aus. Geh zurück in den Ballsaal. Wir regeln das hier. So, mal schauen, wie unsere gute Arbeitskleidung da ankommt. Entschuldige mich immer noch für meine kleinen Huster mit dabei, aber ich bin immer noch leicht erkältet. Aber ich wollte unbedingt wieder ein bisschen was aufnehmen. So, mal schauen. Oder wir haben schon automatisch diese Ballkleidung an, die wir kaputt gemacht haben vorher. Genau. Irgendwie schaut hier alles ein bisschen anders aus. Interessant. Ist es wahr, was man sich erzählt? Ihr seid doch der Inquisitor, richtig? Wir haben Geschichten über eure Taten gehört. Einige davon sind womöglich ein wenig übertrieben. Ich habe es euch gesagt, Philipp. Nicht jeder kämpft gegen einen Erzdämon und überlebt es. Ihr seid eine Inspiration. Wenn ihr möchtet, kann euch Kommandant Kallen die Schlacht in allen Einzelheiten erzählen. Er ist im Ballsaal. Wirklich? Aber ich sollte meinen Posten nicht verlassen. Ihr werdet ja nur einen Moment weg. Die Welt steht vor dem Abgrund, Philipp. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt nicht anhören, haben wir vielleicht nie wieder die Chance dazu. Ihr habt recht. Danke, Inquisitor. Lasst uns gehen. Okay, wir sind die Besten, Alter. Voll rein hier geschmuggelt, wa? Ist das noch irgendwas Interessantes, was wir uns anhören könnten? Ja, Leute, ich würde fast sagen, wir machen jetzt hier mal einen Stopp. Das Gesparts Geheimtreffen. Ja. Alter, das wäre jetzt mit den Trophäen, dann hätten wir wahrscheinlich nochmal zurückgehen müssen. Ja, auf jeden Fall machen wir den Quest weiter im nächsten Part. Also dann, Leute, ciao.